Ja, ich freue mich heute Abend hier mein Buch vorstellen zu können, oder zumindest Ausschnitte davon. Jonas hat es ja schon kurz gesagt, ich habe vor knapp 10 Jahren mit der Gruppe Assoziazione delle Talpe die Textsammlung Staatsfragen herausgegeben, die damals mehrere Veranstaltungen dokumentiert haben, die wir zum Thema gemacht haben. Die allererste Veranstaltung, die wir überhaupt mit der Gruppe veranstaltet haben, war vor über 10 Jahren ein Seminar mit Ingo Elbe zur Einführung in die Staatskritik. Und ja, das hat dann sowohl das Gruppenprogramm weiter inspiriert und dann diese Textsammlung schließlich produziert und auch ja mich in meiner Beschäftigung mit dem Thema seitdem inspiriert. Und von daher freue ich mich, dass ich nun auch einen Beitrag zum Thema leisten kann. Ja, ist es so besser? Okay, gut, vorab vielleicht, ich werde jetzt weniger eine eigene Interpretation des Staates vorstellen, sondern eher verschiedene Werke und Debatten kurz skizzieren. Also ich bin mehr oder weniger inspiriert von dem Zitat von Karl Valentin, es ist bereits alles gesagt, nur nicht von allen, also von daher weniger als eigene Analysen, sondern Versuch, wichtige Arbeiten zum Thema des Staates aus der Linken zu präsentieren. In dem Buch beginne ich bei Marx und versuche schon eine kurze Theoriegeschichte bis zur Gegenwart zu liefern, und heute Abend möchte ich vor allem 4 Werke etwas näher vorstellen, einmal Lenin, Staat und Revolution, wo der Fokus vor allem auf Repression und Gewalt liegt. Als zweites die Gefängnishefte von Antonio Gramsci, wo der Fokus darauf liegt, wie es zur Legitimation von Herrschaft kommt. Als drittes Eugen Paschukanis, Allgemeine Rechtslehre und Marxismus, wo der Fokus auf den Aspekten Recht, Vertrag und Gesetz liegt, und zuletzt noch Ernst Fraenkels Doppelstaat, der sich mit der Analyse des Nationalsozialismus und seiner Kritik des bürgerlichen Rechts und des Staates beschäftigt. Ja, Marx hat mit seiner Kritik der politischen Ökonomie ja im 19. Jahrhundert eine Analyse des Kapitalismus formuliert, die jetzt auch zu seinem 200. Geburtstag wieder stärker im Feuilleton rezipiert wird, aber die, denke ich, auch jenseits des Feuilletons diskutiert werden sollte, da sie, denke ich, nach wie vor eine der profundesten Analysen des Kapitalismus nach wie vor liefert. Und Marx hatte, als er sich an seine Kritik der politischen Ökonomie gemacht hat, ursprünglich verschiedene Pläne entwickelt. Unter anderem hat er in einem sogenannten 6-Bücher-Plan auch vor, neben den Aspekten Kapital, Grundeigentum, Lohnarbeit, auch zu Staat, auswärtigen Handel und Weltmarktbände zu verfassen. Das konnte er nicht mehr realisieren. Und daher ist seitdem die Linke damit konfrontiert, eben viel Lesenswertes eben zur Kritik der politischen Ökonomie bei Marx zu finden, aber keine dementsprechende Kritik der Politik oder des Staates. Dennoch gibt es bei Marx in verschiedenen Schriften immer wieder auch Auseinandersetzungen mit dem Staat, und die haben eben die Linke seitdem in vielerlei Hinsicht inspiriert und als Zitatenschatz gedient, aber eben auch sehr unterschiedliche Staatsinterpretationen dann produziert. Die Ambition von Marx war, mit seinen Analysen dazu beizutragen, wie er schrieb, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Seine Vorstellung von Emanzipation hat er in der Kritik des Urteilprogramms folgendermaßen formuliert: jedem nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, also gesellschaftliche Verhältnisse zu schaffen, in denen uns nicht mehr nach der Logik der Kapitalakkumulation und dem Markt geregelt ist, wie produziert und konsumiert wird, sondern durch die gesellschaftlichen Bedürfnisse der Menschen, Produktion, Verteilung und Konsumtion bestimme. Johannes Agnoli hat als Programm einer linken
Praxis formuliert, sie müsse der Emanzipation von Zwangsverhältnissen dienen, und dazu hat er auch den Staat gerechnet. Das sind sozusagen jetzt erstmal, ja, soweit die Ambitionen, an denen sich, denke ich, dann auch die einzelnen Beiträge zu einer linken Staatskritik messen lassen können, inwiefern sie mit ihren Analysen eben dazu beitragen, der Emanzipation zu dienen, der Negation von Zwangsverhältnissen zu dienen, oder inwiefern sie daran vielleicht auch scheitern. Ja, als erstes Beispiel möchte ich Lenin, Staat und Revolution vorstellen. Das ist eine dünne Schrift mit dem Untertitel Die Lehre des Marxismus vom Staat und die Aufgaben des Proletariats in der Revolution. Lenin hat diese Schrift 1917 verfasst und 1918 veröffentlicht, also ein weiteres Jubiläum neben dem Jubiläum von dem Marxischen Geburtstag zum 200. Mal und dem Jubiläum des Kapitals zum 150. Mal. Aber ja, nicht nur aufgrund dieses Jubiläums soll jetzt dieses Werk skizzenhaft vorgestellt werden. Staat und Revolution ist eine Art, ja, Zusammenstellung von Zitaten, vor allem von Marx und Engels über den Staat. Lenin hat damit vor allem sozialdemokratische Staatsauffassungen kritisiert, aber auch anarchistische Staatsauffassungen. Und diese Schrift hat eben dadurch, dass sie kurz nach der Russischen Revolution veröffentlicht wurde, eine enorme Attraktivität erlangt. Viele Linke haben in ihr quasi eine Art Handbuch oder Lehrbuch gesehen, um sich eben am Erfolg der Bolschewiki zu orientieren. Und in der Sowjetunion ist eben diese Schrift neben anderen Schriften von Lenin dann spätestens unter Stalin auch zum sogenannten Marxismus Leninismus in einem dogmatischen Kanon aufgenommen worden. Also Lenin hat sowohl für die kommunistische Bewegung, die sich an der Sowjetunion orientiert hat, eine große Rolle gespielt und dementsprechend auch sein Staatsverständnis. Aber Lenin war auch von Bedeutung für viele antikoloniale Bewegungen, die in der Sowjetunion ein Vorbild für eine nachholende Entwicklung gesehen haben, eine unabhängige Entwicklung und Industrialisierung eines nicht westlichen Landes. Und nach 68 haben sich eben diejenigen Fraktionen der Neuen Linken, die sich am Aufbau kommunistischer Parteien versucht haben, auch wieder stark an Lenin orientiert. Und ja, zuletzt gibt es eben aufgrund des Jubiläums natürlich auch wieder Versuche einer, ja, erneuten Popularisierung und Diskussion von Lenin, unter anderem Intellektuelle wie Žižek oder Romanciers wie Dietmar plädieren dafür, sich stärker mit ihm auseinanderzusetzen und seine Thesen weiterzuentwickeln. So weit vielleicht zur kurzen Einordnung. Staat und Revolution ist, wie gesagt, eher ein, ja, dünnes Pamphlet, hat ca. 100 Seiten und ist eben vor allem eine Zusammenstellung von Zitaten von Marx und Engels, wobei im Vergleich jetzt zu anderen Autoren wie Eugen Paschukanis, den ich näher noch vorstellen werde später, auffällt, dass das Hauptwerk von Marx, das Kapital, in dieser Zitatauswahl mehr oder weniger fehlt. Lenin versteht Gesellschaften als Klassengesellschaften und der Staat spielt bei ihm dabei die Rolle, Ausbeutung und Herrschaft im Interesse der herrschenden Klasse aufrechtzuerhalten. Er entwickelt dann so eine Art Phasenmodell, in dem er erstmal davon ausgeht, dass in der bürgerlichen Gesellschaft die bürgerliche Klasse, die über das Eigentum an Produktionsmitteln verfügt, ein Interesse hat, ihre Ausbeutung der Arbeitenden eben mit dem Instrument des Staates aufrechtzuerhalten, also Opposition, Streiks, Arbeitskämpfe niederzuschlagen. Die Arbeitenden tendieren nach Lenin dazu zwar aus Unzufriedenheit mit den Verhältnissen immer wieder zu revoltieren, bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne zu fördern. Aber er sagt, sie bleiben mehr oder weniger dabei, nur ein trade-unionistisches Bewusstsein zu entwickeln, also lediglich gewerkschaftliches Bewusstsein zu entwickeln. Und daher bräuchte es eben eine Avantgarde, eine Partei von Intellektuellen, von Marxisten wie ihn und anderen, die eben dann
das Proletariat organisieren und ihm die Einsicht vermitteln, dass es eben mit Reformen nicht getan ist, sondern letztendlich die Widersprüche des Kapitalismus nur durch Revolution überwindbar seien. Von daher formuliert er als Phase nach der bürgerlichen Gesellschaft eine Phase der Diktatur des Proletariats, wo dann eben die Kritik der Verhältnisse so zugespitzt ist, dass es eben zu revolutionären Erhebungen kommt. Und er beschreibt dann die Diktatur des Proletariats mit Zitat von Marx folgendermaßen: Zwischen der kapitalistischen und der kommunistischen Gesellschaft liegt die Periode der revolutionären Umwandlung der einen in die andere. Der entspricht auch die politische Übergangsperiode, deren Staat nichts anderes sein kann als die revolutionäre Diktatur des Proletariats. Und Lenin definiert dann Diktatur des Proletariats weiter folgendermaßen: Zitat, beim Übergang vom Kapitalismus zum Kommunismus ist die Unterdrückung noch notwendig, aber es ist das bereits eine Unterdrückung der Minderheit der Ausbeuter durch die Mehrheit der Ausgebeuteten. Ein besonderer Apparat, eine besondere Maschine zur Unterdrückung, ein Staat ist noch notwendig, aber es ist das bereits ein Übergangsstaat, kein Staat im eigentlichen Sinne mehr, denn die Niederhaltung der Minderheit der Ausbeuter durch die Mehrheit der Lohnsklaven von gestern ist eine so verhältnismäßig leichte, einfache und natürliche Sache, dass sie es viel weniger Blut kosten wird als die Unterdrückung von Aufständen der Sklaven, Leibeigenen und Lohnarbeiter, dass sie der Menschheit weit billiger zu stehen kommen wird. Schließlich macht allein der Kommunismus den Staat völlig überflüssig, denn es ist niemand niederzuhalten, niemand im Sinn einer Klasse, im Sinne des systematischen Kampfes gegen einen bestimmten Teil der Bevölkerung. Wir sind keine Utopisten und leugnen durchaus nicht die Möglichkeit und Unvermeidlichkeit von Ausschreitungen einzelner Personen und ebenso wenig die Notwendigkeit, solcher Ausschreitungen zu unterdrücken. Aber erstens bedarf es dazu keiner besonderen Maschine, keines besonderen Unterdrückungsapparats. Das wird das bewaffnete Volk selbst mit der gleichen Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit bewerkstelligen, mit der eine beliebige Gruppe zivilisierter Menschen sogar in der heutigen Gesellschaft schon raufend auseinanderbringt oder eine Frau vor Gewalt schützt. Zitat Ende. Lenin geht davon aus, dass in der Diktatur des Proletariats das bisherige Privateigentum an den Produktionsmitteln in Staatseigentum verwandelt wird, dass damit die Klassengegensätze aufgehoben werden und damit sozusagen das Proletariat sich selbst aufhebt. Und dann auch kein Staat mehr notwendig ist, der eben diese Klassengesellschaft aufrecht erhält. Lenin zitiert weiter Engels, der schreibt: An die Stelle der Regierung über Personen tritt die Verwaltung von Sachen und die Leitung von Produktionsprozessen. Der Staat wird nicht abgeschafft, er stirbt ab. Also diese Formulierung, der Staat wird nicht abgeschafft, er stirbt ab, ist einerseits als Kritik an anarchistischen Revolutionsvorstellungen zu verstehen, andererseits wird er von Lenin dann auch so diskutiert, dass es eben kein abrupter Bruch ist, sondern dass es eine Übergangsperiode eben die Diktatur des Proletariats bedarf. Neben der Verwandlung von Privateigentum in Staatseigentum, schreibt Lenin weiter, werden weitere Privilegien aufgehoben, wird ein Einheitslohn geschaffen und letztendlich gesellschaftlicher Widerspruch, der im Kapitalismus noch geherrscht hat, beseitigt. Er schreibt dann, am Ende kommt es dann nach dieser Übergangsperiode schließlich zum Kommunismus als staaten- und klassenloser Gesellschaft, was er folgendermaßen definiert: Die gesamte Gesellschaft wird ein Büro und eine Fabrik mit gleicher Arbeit und gleichem Lohn sein. Und er schreibt noch weiter: Denn wenn alle gelernt haben werden, selbstständig die gesellschaftliche Produktion zu leiten und sie in der Tat leiten werden, wenn sie selbstständig die Rechnungsführung und die Kontrolle über Müßiggänger, Herrensöhnchen, Gauner und ähnliche Hüter der Traditionen des Kapitalismus verwirklichen, dann wird das Umgehen dieser vom ganzen Volk durchgeführten Rechnungsführung und Kontrolle unvermeidlich so ungeheuer schwierig werden, eine so ruhig seltene Ausnahme bilden und wahrscheinlich eine so rasche und ernsthafte Bestrafung nach sich ziehen, denn die bewaffneten Arbeiter sind Menschen des praktischen Lebens, keine sentimentalen Intelligenzler und werden kaum mit sich spaßen lassen,
dass die Notwendigkeit zur Einhaltung der unkomplizierten Grundregeln für jedes Zusammenleben von Menschen sehr bald zur Gewohnheit werden wird. Soweit ein kurzer Überblick über Staat und Revolution und diese Phasen, die sich Lenin historische Entwicklung und revolutionäre Transformation vorstellt. Ich habe einleitend gesagt, ja, Lenins Werke sind eben vor allem durch den Erfolg der russischen Revolution, was ja eine Premiere einer sozialistischen Revolution dato war, ja, sehr breit diskutiert worden. Es ist aber auch schon sehr früh in den 20er Jahren erste Kritik an Lenin und seinen Schriften formuliert worden und ja, seitdem natürlich auch immer wieder aktualisiert worden. Ich möchte da vor allem drei Punkte vor allem nennen. Der erste Punkt ist eine Kritik an analytischen Schwächen. Herrschaft bei Lenin ist immer Klassenherrschaft. Was die Klassenherrschaft in der Antike von der Klassenherrschaft im Kapitalismus unterscheidet, ist für ihn von nicht großer Relevanz. Er schreibt, Zitat, die Freiheit der kapitalistischen Gesellschaft bleibt immer ungefähr die gleiche, wie sie in den antiken griechischen Republiken war. Freiheit der Sklavenhalter. Zitat Ende. Also, das ist eine recht, ja, große Indifferenz gegenüber den verschiedenen Formen von Klassenherrschaft. Die Klassenherrschaft in der Antike und im Feudalismus, die auf direkter Herrschaft von Menschen beruht hat, ist dann doch von ganz anderer Qualität wie die Klassenherrschaft in kapitalistischen Verhältnissen, die eben unpersönlich ist, auf Recht, Gesetz und Vertrag basiert. Bei Lenin lässt sich vielleicht noch sagen, die Verhältnisse im zaristischen Russland waren sicher von sehr bescheiden entwickelten demokratischen Prinzipien und Rechtsverhältnissen geprägt, aber diese Entschuldigung gilt auf alle Fälle schon nicht mehr für alle, die ihn seitdem begeistert rezipieren und diese Indifferenz gegenüber diesen doch bedeutenden Unterschieden nicht weiter thematisieren. Der zweite Kritikpunkt bezieht sich darauf, dass Lenins Thesen eben in der internationalen kommunistischen Bewegung verallgemeinert wurden und die bolschewistischen Erfahrungen als Revolutionsmodell gedient haben. Bei Lenin gibt es schon das Problem, dass er eben viel Marx und Engels über die Pariser Kommune diskutiert und das schon ganz andere historische Verhältnisse waren, wie die russische Revolution in einem riesigen Reich im Vergleich zu einer doch eher begrenzten Stadt wie Paris. Eine ähnliche Problematik besteht dann darin, dass die Erfahrung der russischen Revolution in einem doch feudal und agrar geprägten Land auf entwickelte Industriegesellschaften in Europa und in den USA übertragen wurde. Der dritte Kritikpunkt bezieht sich auf die praktischen Konsequenzen, die aus einem derartigen Staatsverständnis folgen. Lenin schreibt in Staat und Revolution relativ wenig über die Partei und über Organisierung. Es gibt aber eine kleine Passage, wo er schreibt, durch die Erziehung der Arbeiterpartei erzielt der Marxismus die Avantgarde des Proletariats, die fähig ist, die Macht zu ergreifen und das ganze Volk zum Sozialismus zu führen. Also seine Praxisvorstellung ist eine hierarchische, eine Parteipraxis, die auf Avantgarde-Konzepten basiert und dagegen haben sich eben einerseits anarchistische Kritiken gewandt, aber auch rätekommunistische Kritiken. Ein prominenter, undogmatischer Kommunist der 20er Jahre, Otto Rühle, hat es auf die Parole gebracht, Revolution ist keine Parteisache. Und es gibt, denke ich, eine ganz passende Kritik dazu von Johannes Agnoli, der später gesagt hat, die Organisationsform einer auf Emanzipation gerichteten Bewegung soll die Emanzipation vorwegnehmen. Eine revolutionäre Organisationsform, die stramm hierarchisch ist, wird eine stramm hierarchische Gesellschaft hervorbringen. Ja, soweit vielleicht eben zum ersten Beispiel, Lenin, Staat und Revolution. Ein historisch sehr breit rezipiertes
Werk zur Interpretation des Staates, trotz seines geringen Umfangs und trotz seiner doch nicht unerheblichen analytischen Schwächen. Und ich denke, auch wenn jetzt die Thesen Lenins heutzutage nicht mehr so intensiv diskutiert werden wie in früheren Jahrzehnten, ist es doch so, dass es immer wieder zu bescheidenen Renaissancen des Leninismus kommt. Und von daher denke ich, für emanzipatorische Linke eine Kenntnis der Schrift nicht unbedingt schadet und sich mit deren autoritären Theorie- und Praxisvorstellungen adäquat auseinandersetzen zu können. Ich komme zum zweiten Werk, das ich vorstellen möchte, die Gefängnishefte von Antonio Gramsci. Antonio Gramsci war ein italienischer Marxist, Mitglied der Sozialistischen Partei und Mitbegründer der Kommunistischen Partei. Er ist 1891 geboren und 1937 gestorben. Er war Parlamentsabgeordneter in Italien, was ihn aber nicht davor bewahrt hat, nach der Machtübernahme der italienischen Faschisten inhaftiert zu werden. Und in der faschistischen Haft hat er dann sein Hauptwerk, die sogenannten Gefängnishefte, publiziert. Dieser Entstehungscharakter ist für das Werk einerseits von Bedeutung, weil er natürlich in der Haft nicht die Literatur zur Verfügung hatte, die ihm in Freiheit zur Verfügung gestanden wäre. Vieles, was er in den Gefängnisheften geschrieben hat, ist fragmentarisch geblieben und es gibt auch Diskussionen darum, dass diese Entstehung in der Haft auch zu einer gewissen Kodierung geführt hat. Die Gefängnishefte sind erst relativ spät nach seinem Tod im Italienischen veröffentlicht worden und die deutsche Übersetzung dann erst in Teilen in den 70ern und dann komplett in den 90ern. Und seit kurzem gibt es sie auch als Taschenbuchausgabe komplett. Also auch wie bei Lenin könnte man sagen, gibt es bei Gramsci eine gewisse Renaissance. Gramsci gilt als einer der ersten Vertreter des sogenannten westlichen Marxismus, also eines Marxismus, der sich vom östlichen Marxismus unter Führung der Sowjetunion abgrenzte. Ich würde sagen, im Gegensatz zu Horkheimer, Adorno, Marcuse und anderen, die auch zum westlichen Marxismus gezählt werden, ist Gramsci sicher derjenige, der dann doch dem östlichen Marxismus am nächsten stand. Er war stets immer ein Bewunderer Lenins und es kann viel darüber spekuliert werden, inwiefern ihn die faschistische Haft auch vor der Verlegenheit bewahrt hat, sich im entwickelten Stalinismus den Fraktionsstreitigkeiten zu positionieren. Gramsci hat versucht, in seinen Überlegungen zum Staat quasi eine Weiterentwicklung von jenem Staats- und Revolutionsverständnis zu formulieren. Er war dabei vor allem von einer Geschichte von Niederlagen geprägt, von der Niederlage revolutionärer Erhebungen nach dem Kriegsende, beispielsweise in Italien, wo es zu umfangreichen Fabrikbesetzungen in Norditalien gab, aber auch geprägt von der Erfahrung der Niederlage der revolutionären Aufstände in Deutschland, den gescheiterten Räterepubliken in Bayern, Ungarn, inwieweit er die Räterepublik in Bremen auch rezipiert hat, weiß ich nicht. Aber all diese quasi Erfahrungen von Niederlagen und vor allem eben die Erfahrung des Faschismus haben ihn eben dazu gebracht, die Positionen Lenin sozusagen als Parteikader nicht einfach zu übernehmen, sondern eben danach zu fragen, wie eine Linke sie ergänzen könnte. Ihm ging es vor allem darum, Herrschaft nicht allein als Repression zu verstehen, sondern quasi als Kombination von Zwang und Hegemonie. Also einerseits eben Herrschaft, die auf Gewalt und Repression basiert, aber Herrschaft, die immer auch auf der Zustimmung der Beherrschten zu ihrer Herrschaft basiert. Er hat dafür eine Art Formel
formuliert, Staat ist gleich politische Gesellschaft plus Zivilgesellschaft, das heißt Hegemonie gepanzert mit Zwang. Und er hat dabei eben eine Unterscheidung gemacht zwischen den Verhältnissen in Russland und den Verhältnissen im westlichen Europa, wo er eben davon ausging, dass es dort eben nicht allein Repression war, die Herrschaft aufrechterhält, sondern eben vor allem auch die Hegemonie im Bereich der Zivilgesellschaft. Und das ist ein bekanntes Zitat, aber ich würde es trotzdem noch mal kurz vorlesen. Und zwar schreibt er, im Osten war der Staat alles, die Zivilgesellschaft war in den Anfängen und der Lehrkampf. Im Westen bestand zwischen Staat und Zivilgesellschaft ein richtiges Verhältnis und beim Wanken des Staates gewahrte man sogleich eine robuste Struktur der Zivilgesellschaft. Der Staat war nur ein vorgeschobener Schützengraben, hinter welchem sich eine robuste Kette von Festungen und Kasematten befand. Von Staat zu Staat mehr oder weniger versteht sich, aber gerade dies verlangte genaue Erkundung nationaler Art. Also, das ist auffällig bei Gramsci, aber auch bei vielen anderen Linken seiner Zeit und gibt es ja heute auch noch ein gewisses Faible für einen militärischen Jargon, für militärische Begriffe und die Übertragung militärischer Termine in den Bereich der Politik und so wie eben Gramsci die Herrschaftsverhältnisse im Westen als eine sehr ausdifferenzierte Struktur von Festungen, Kasematten und so weiter betrachtete, so formuliert er dann eben auch für politische Praxis eine Unterscheidung in Bewegungskrieg und Stellungskrieg. Er geht davon aus, die russische Revolution ist quasi in Form eines Bewegungskriegs verlaufen. Die Bolschewiki haben die Armee des Zaren relativ rasch besiegen können, haben den Winterpalais in St. Petersburg besetzt, haben wichtige staatliche Einrichtungen besetzen können und damit die Macht übernehmen können. Revolutionäre Prozesse im Westen müssten eher sich als langfristiger Stellungskrieg konzipiert werden, wo eben nicht allein militärische Erfolge oder Auswechslung von Personal in Militär und Regierung reichen, sondern wo eben viele weitere Fronten diese Praxis bestimmen. Also Gramsci geht es darum, eben ein erweitertes Revolutions- und Staatsverständnis zu formulieren und er legt dann eben den Fokus vor allem auf den Bereich der Zivilgesellschaft, wozu er eben Einrichtungen wie Schulen zählt, aber auch Vereine, die Kirchen, die Medien und er davon ausgeht, dass sich gesellschaftliche Verhältnisse nur tiefgreifend ändern lassen können, wenn es eben nicht nur politische Hegemonie gibt, wenn die Linke nicht nur durch Reform oder Revolution Regierungsverantwortung übernehmen kann, sondern wenn sie im Bereich der Zivilgesellschaft auch kulturelle Hegemonie erlangt, also in den verschiedensten Institutionen der Zivilgesellschaft auch Dominanz erlangt. Dabei spielen für ihn die Intellektuellen eine große Rolle. Große und kleine Intellektuelle ließen sich da quasi unterscheiden und Lehrer, Lehrerinnen in Schulen, aber auch Trainer in Sportvereinen, Musikerinnen, all diejenigen, die sozusagen den Alltagsverstand und die Alltagsdebatten mitprägen, spielen für ihn eine wichtige Rolle in politischer Praxis. Das spielt bei ihm auch vor allem die Auseinandersetzung mit der Religion eine große Rolle. Diese Auseinandersetzung im Staat und im erweiterten Staat der Zivilgesellschaft sind bei Gramsci ein permanentes Ringen darum, einen sogenannten Konsens zu erlangen, was für ihn eben die Fähigkeit der Regierten ist, die Herrschaft auch gegenüber den Regierten zu legitimieren und was eben für Gramsci Aufgabe einer staatskritischen Linken wäre, diesen Konsens in Frage zu stellen und mit einer alternativen Erzählung, mit einem alternativen Gesellschaftsentwurf herauszufordern. Im westlichen Marxismus haben vor allem
der französische Marxist Althusser mit Ideologie und ideologische Staatsapparate an Gramsci angeknüpft und Nikos Polanzas, der aus Griechenland kam und dann lange in Frankreich gelebt hat mit seinem Werk Staatstheorie, was ich jetzt aufgrund der begrenzten Zeit nicht näher vorstellen werde, aber wofür vielleicht in der Diskussion noch Gelegenheit bleibt. Vielleicht abschließend zu Gramsci, während eben bei Lenin der Fokus auf Repression und Gewalt lag, ergänzt Gramsci seine Interpretation des Staates nun um die Frage, wie wird Herrschaft legitimiert, um den Aspekt von Hegemonie, so wie es eben bei Lenin auch schon umfangreiche analytische Schwächen gibt und große Kontroversen, ist das bei Gramsci nicht anders. Ich würde abschließend sagen, Gramsci hat, denke ich, viel wichtige Fragen für staatskritische Debatten aufgeworfen, aber in vielen Punkten doch auch sehr problematische Antworten gegeben. Da würde ich vor allem seine Position zu Populismus und Nationalismus nennen, wo er einer der frühen Vertreter war, Populismus, Nationalismus nicht der Rechten zu überlassen, sondern sich um eine Formulierung eines linken Nationalismus zu bemühen. Das ist etwas, was aktuell vor allem Chantal Mouffe und Laclau, Ernesto Laclau, versuchen weiterzuentwickeln mit ihrem Plädoyer für einen linken Populismus. Sie sehen sich, sie beziehen sich dabei auf Gramsci, wobei sie letztendlich eine Gramsci-Reputation vertreten, die sagen, an Gramsci ist eigentlich vor allem das spannend, was quasi ohne Marx auskommt, und sie ergänzen sozusagen den Marx, den sie bei Gramsci rausstreichen, um den faschistischen Staatstheoretiker Karl Schmitt, was die Sache natürlich noch problematischer macht. Aber dazu vielleicht auch mehr in der Diskussion, wenn das gewünscht ist. Ich komme zum dritten Beispiel, das ich vorstellen möchte, Eugen Paschukanis und sein Werk Allgemeine Rechtslehre und Marxismus. Paschukanis wurde 1891 geboren und ist 1937 gestorben. Er zählte zu den führenden Rechts- und Staatstheoretikern in der Sowjetunion. Sein Werk ist in den frühen 20ern erschienen, sowohl auf Russisch als auch dann in deutscher Übersetzung sehr breit diskutiert worden. Also sowohl der zeitweilige sozialdemokratische Justizminister Radbruch hat eine Rezeption besprochen, als auch Karl Korsch, ein undogmatischer Kommunist. Diese breite Diskussion um sein Werk ist dann in Deutschland mit dem Nationalsozialismus, in der Sowjetunion mit dem Stalinismus vielleicht abrupt geendet. Paschukanis hat bereits in den 20ern Probleme mit dem stalinistischen Regime bekommen. Er hat daraufhin viele seiner Positionen widerrufen, was ihn aber nicht davor bewahrt hat, in stalinistischen Lagern inhaftiert zu werden und dort dann Ende der 30er auch zu sterben. Sein Werk ist gewissermaßen eine Art Pionierarbeit in der linken Auseinandersetzung mit dem Staat, weil er eigentlich der Erste ist, der in den 20er Jahren sagt, wenn Marx mit dem Kapital eines der bislang profundesten Werke zur Analyse des Kapitalismus geschrieben hat, lässt sich da vielleicht ja auch einiges lernen über Staat und Politik. Er beginnt sozusagen nochmal mit einer Lektüre des Kapitals und entwickelt daraus dann die Thesen, die er in allgemeiner Rechtslehre und Marxismus formuliert. Und das ist wirklich eine Art Pionierarbeit, weil das findet sich weder bei Lenin noch bei Gramsci, die sicher das Kapital auch gelesen haben, aber es eben nicht weiter rezipieren in ihrem Arbeiten. Paschukanis beschäftigt sich in seinem Werk vor allem mit einer Frage, die Lenin eben komplett ignoriert, nämlich die Frage, was den besonderen Charakter von Klassenherrschaft im Kapitalismus ausmacht. Und ich denke, auch diese Kritik an Lenin hat sicher auch viel dazu beigetragen, dass er dann im Stalinismus in
Ungnade gefallen ist, eben weiteren Konditionen. Seine zentrale Frage lautet folgendermaßen, Zitat, warum bleibt die Klassenherrschaft nicht das, was sie ist? Das heißt, die faktische Unterwerfung eines Teils der Bevölkerung unter die andere. Warum nimmt die Klassenherrschaft die Form einer offiziellen staatlichen Herrschaft an oder was dasselbe ist? Warum wird der Apparat des staatlichen Zwangs nicht als privater Apparat der herrschenden Klasse geschaffen? Warum spaltet er sich von der letzteren ab und nimmt die Form eines unpersönlichen, von der Gesellschaft losgelösten Apparats der öffentlichen Macht an? Paschukanis versucht diese Frage nach dem besonderen Charakter der Klassenherrschaft so zu beantworten, dass er ausgehend von seiner Kapitallektüre formuliert, die kapitalistische Ökonomie ist davon geprägt, dass sie eine arbeitsteilige Produktion von Waren ist, dass Menschen den gesellschaftlichen Reichtum in Form von Waren produzieren und so wie Marx das Kapital folgendermaßen beginnt, dass der gesellschaftliche Reichtum in kapitalistischen Gesellschaften die Form einer ungeheuren Anhäufung von Waren annimmt, so ergänzt Paschukanis dann, stellt sich die ganze Gesellschaft dar als eine unendliche Kette von Rechtsverhältnissen. Dafür bezieht er sich dann auf das Kapital, wo Marx davon schreibt, dass die Warenproduzierenden sich gegenseitig als Eigentümer und Eigentümerinnen anerkennen müssen. Paschukanis ergänzt dann dazu, dass eben die gegenseitige Anerkennung der Warenproduzierenden als Eigentümer und Eigentümerinnen eben dann auch den Staat als Instanz bedarf, die dann das Recht, die Verträge und das Eigentum der Warenproduzierenden garantiert. Paschukanis schreibt, im Verkehr der Warenbesitzer ist die Notwendigkeit eines autoritativen Zwangs überall gegeben, wo der Friede verletzt oder wo ein Vertrag nicht freiwillig erfüllt wird. Also Staat als Garant von Eigentum und Recht. Das klingt jetzt auf den ersten Blick nicht sonderlich anders wie auch liberale Staatsverständnisse. Paschukanis sieht aber in dieser Garantie von Recht und Eigentum eben den besonderen Klassencharakter von Herrschaft im Kapitalismus, indem er folgendermaßen weiter argumentiert. Die juristische Form des Eigentums steht in keinerlei Widerspruch zu der Tatsache der Enteignung einer großen Anzahl von Staatsbürgern. Denn die Eigenschaft, Rechtssubjekt zu sein, ist eine rein formelle Eigenschaft. Sie qualifiziert alle Leute als gleichermaßen eigentumswürdig, macht sie aber keineswegs alle zu Eigentümern. Also im Kapitalismus werden Privilegien, Monopole beseitigt, die in vorkapitalistischen Gesellschaften und Epochen geherrscht haben. Also theoretisch sind alle eigentumswürdig, alle können, wenn sie möchten, Eigentum erwerben, aber da das ja nicht so einfach ist, bleibt es eben dabei, dass es dann doch eben eine Klasse gibt, die über Eigentum verfügt, die Bourgeoisie, und eine Klasse, das Proletariat, die eben über nichts weiter als ihre Arbeitskraft verfügt und gezwungen ist, die Arbeitskraft eben den Unternehmen gegenüber zu verkaufen. Paschukanis schreibt dann weiter, dass allein ein vollkommenes Verschwinden von Klassen auch die Schaffung eines Rechtssystems ermöglichen könnte, das eben widerspruchsfrei ist, das eben auch nicht mehr strafen müsste. Er sagt dann aber, es stellt sich allerdings die Frage, ob unter solchen Umständen ein Strafsystem überhaupt noch notwendig sein wird. Bei Paschukanis lässt sich sagen, dass seine Arbeit eben in den 20ern einen Art Pioniercharakter hat, dass er sich eben vor allem auf den Aspekt des Rechts und des Vertrags bezieht. Diese Überlegungen hat er selbst als mehr oder weniger Initiative zu einer weiterführenden Debatte verstanden. Also er wollte eigentlich erst
überhaupt eine Auseinandersetzung initiieren, was dann durch Nationalsozialismus und Stalinismus lange unterbrochen wurde und dann erst von den neuen Linken nach 68 wieder aufgegriffen wurde, wo dann eben neben diesem Aspekt des Rechts und des Vertrags auch weitere Aspekte noch thematisiert wurden, wo beispielsweise die marxischen Überlegungen zum Klassenkampf, die den Part zum Kampf um die Länge des Arbeitstags formuliert, aber auch die Passagen über die sogenannte ursprüngliche Akkumulation und die Durchsetzung von Eigentum und Klassen auch als weitere Referenzen gedient haben. Vielleicht nur in Kürze, die Neue Linke nach 68 hat sich in sehr unterschiedlicher Form entwickelt, also so wie es eben eine Renaissance des Leninismus gab, in den sogenannten K-Gruppen, wie es eine anti-autoritäre Tendenz gab, in der Sponti-Bewegung, in der Gründung von Kommunen, Kooperativen etc., gab es eben auch eine Art Renaissance der Auseinandersetzung mit Marx und infolgedessen auch eine Neulektüre von Marx und auch von marxistischen Rechts- und Staatstheoretikern wie Paschukanis. Es gab in den 70ern dann eine lange Debatte, die sogenannte Staatsableitungsdebatte, die versucht hat, eben eine Kritik der Politik, eine Kritik des Staats im idealen Durchschnitt zu formulieren. Also Marx hat ja im Kapital versucht, zentrale Begriffe, zentrale Dynamiken im idealen Durchschnitt zu formulieren und nicht unbedingt spezielle Epochen, spezielle Regionen zu analysieren. Und an diesem Ideal hat sich eben auch die Ableitungsdebatte versucht. Einige derjenigen, die an dieser Ableitungsdebatte, aber auch an weiteren Debatten der Neuen Linken um den Staat beteiligt waren, seien hier exemplarisch genannt. Einmal Johannes Agnoli, der vor allem in seiner Schrift Transformation der Demokratie eine zeitgenössische Parlamentarismuskritik formuliert hat und Integrationsdynamiken beschrieben hat, die Opposition in bürgerlichen Gesellschaften vereinnahmt. Da hat er sich auf die historische kommunistische Partei und die Sozialdemokratie, aber auch auf die frühen entstehenden Grünen später bezogen. Ein weiterer Beteiligter der Debatte ist Joachim Hirsch, der sich dann vor allem mit seinen Themen zum nationalen Wettbewerbsstaat und dem Zusammenhang von Staat und Weltmarkt und Globalisierung auseinandergesetzt hat. Und als drittes Beispiel Heide Gerstenberger, die mit dem Werk Subjektlose Gewalt sich vor allem um historische Entstehung und Wandlung des Staats auseinandergesetzt hat. Und vielleicht als viertes Beispiel noch John Holloway, der mit Sol Pichotto zusammen in den 70ern ein Sammelband State and Capital, a Marxist Debate, herausgegeben hat, wo viele Debattenbeiträge der Ableitungsdebatte ins Englische übersetzt wurden und der mit seinem Werk Die Welt verändert, ohne die Macht zu ergreifen, eine sehr spezielle Form von Staatskritik formuliert, wo es eben vor allem auf dem Aspekt der Selbstorganisation der Fokus liegt. Es gibt, gäbe noch weitere Beispiele zu nennen, aber ich lasse es jetzt damit mal belassen und komme zum letzten Werk, das ich vorstellen möchte, Ernst Fraenkels Doppelstaat. Ich habe jetzt erstmal drei unterschiedliche Interpretationen des Staats aus linker Perspektive vorgestellt, alles Kritiken des bürgerlichen Staates mit dem Ziel einer emanzipatorischen Überwindung. Nun war es historisch nie so und ist es auch heutzutage noch viel weniger so, dass es ein linkes Monopol auf Staatskritik gibt. Neben linken Kritiken am bürgerlichen Staat gab es eben auch immer nicht linke Kritiken, die nicht auf Emanzipation, sondern auf alternative autoritäre Ordnungen gezielt haben. Und das krasseste Beispiel dafür ist sicher der Nationalsozialismus. Ernst Fraenkels Doppelstaat ist jetzt sozusagen auch erstmal nur ein exemplarisches Beispiel für diese Auseinandersetzung. Ich möchte es
vorstellen, weil es eine der frühesten Auseinandersetzungen mit der nationalsozialistischen Herrschaft ist und weitere ja, Auseinandersetzungen geprägt hat, die sich sowohl darauf bezogen haben und sie versucht haben weiterzuentwickeln, aber die auch daran Kritik formuliert haben. Ernst Fraenkel ist 1898 geboren und 1975 gestorben. Er war jüdischer Herkunft, Mitglied der Sozialdemokratischen Partei, hat sich in den 20er und 30er Jahren als Marxist verstanden, was damals als Sozialdemokrat noch kein Widerspruch war und durchaus eine Differenz zur heutigen Sozialdemokratie darstellt. Er ist während der Herrschaft des Nationalsozialismus in den ersten Jahren noch in Deutschland geblieben, weil er trotz jüdischer Herkunft und Mitglied in der Sozialdemokratischen Partei einen gewissen Sonderstatus hatte, weil er als junger Mann im Ersten Weltkrieg Auszeichnungen bekommen hat und die Nazis sozusagen diese militärischen Ehrungen dann so weit honoriert haben, dass sie ihn eben trotz jüdische Herkunft und sozialdemokratische politische Orientierung weiter als Anwalt in Deutschland haben praktizieren lassen. Er hat das genutzt, um viel Oppositionelle zu verteidigen, aber eben auch Prozesse zu beobachten, nationalsozialistische Rechtsgutachten, Gesetzesentwürfe etc. zu studieren und sozusagen nicht aus dem Exil, sondern aus dem nationalsozialistischen Deutschland erste Analysen dieser Herrschaft zu entwickeln. Er ist dann Ende der 30er Jahre vor Kriegsbeginn erst nach England, dann in die USA ins Exil gegangen. In den USA ist dann The Dual State 41 veröffentlicht worden, ist dort rasch als Standardwerk rezipiert worden über den Nationalsozialismus. Übersetzung ins Deutsche ist dann erst 1974 erfolgt. Hier hat das Werk nie die Bedeutung erlangt, die es im englischsprachigen Raum hat, was natürlich auch einiges über die deutsche Politikwissenschaft und die deutsche Geschichtswissenschaft aussagt. Fraenkel hat in dem Doppelstaat vor allem die These entworfen, dass die Herrschaft im Nationalsozialismus einen dualistischen Charakter hat, dass es mehr oder weniger den Normenstaat und den Maßnahmenstaat gibt, wo er idealtypisch unterschieden hat, dass im Normenstaat die Herrschaft des Gesetzes gilt, und das hat er vor allem auf den Bereich der Ökonomie bezogen, also Eigentum gilt weiter, Patente gelten weiter, Verträge gelten weiter, und der Maßnahmenstaat hat vor allem im Bereich der Politik geherrscht und dort galten Maßnahmen, Gewalt und Willkür. Fraenkel hat den Maßnahmenstaat folgendermaßen definiert: Der politische Sektor des Dritten Reichs bildet ein rechtliches Vakuum. In diesem Sektor fehlen die Normen und herrschen die Maßnahmen. Daher der Ausdruck Maßnahmenstaat. Er hat dann weiter definiert: Politisch ist, was die politischen Instanzen für politisch erklären. Die Einstufung einer Handlung als politisch oder unpolitisch entscheidet darüber, ob sie nach Rechtsnormen oder nach Willkür der politischen Behörden beurteilt wird. Fraenkel hat sich nicht nur eben mit nationalsozialistischen Prozessen und Gesetzesentwürfen beschäftigt, er war auch einer der frühen Linken, die sich mit Karl Schmitt auseinandergesetzt haben, der als sogenannter Kronjurist des Reiches sehr viele Sinnstiftungen nationalsozialistischer Herrschaft formuliert hat, und Fraenkel hat neben anderen dazu gezählt, diese bereits in den 30ern kritisch zu reflektieren. Und Fraenkel zitiert in seinem Werk der Doppelstaat auch Mein Kampf, wo Hitler schreibt: Der Staat ist ein Mittel zum Zweck. Sein Zweck liegt in der Erhaltung und Förderung einer Gemeinschaft physisch und seelisch gleichartiger Lebewesen. Staaten, die nicht diesem Zweck dienen, sind Fehlerscheinungen, ja Missgeburten. Und dieser Schutz von Gemeinschaft ist eben auch ein Aspekt, der bei Karl Schmitt eine sehr große Rolle spielt. Ein konservativer Rechts- und Staatstheoretiker, der im Nationalsozialismus anfangs
Karriere gemacht hat, bis er dann aufgrund interner Konflikte in dieser Karriere gestoppt wurde. Er ist nach Machtergreifung der Nazis 30 in die Partei der NSDAP eingetreten. Er ist dann schnell Reichsgruppenleiter der Fachgruppe Hochschullehrer des Bundes Nationalsozialistischer Deutscher Juristen geworden. Dem sind alle Professoren, Dozenten und Assistenten des Reichs unterstanden. Und in dieser Funktion war Schmidt auch dafür verantwortlich, eine Tagung 36 zu organisieren, die hieß Das Judentum in der Rechtswissenschaft, also in Anlehnung an das antisemitische Pamphlet Wagners, Das Judentum in der Musik. Und nicht erst während des Nationalsozialismus war die Kritik des Judentums in der Rechtswissenschaft ein Thema, das Schmidt beschäftigt hat. Das hat ihn als konservativen Katholiken bereits auch früher umgetrieben und hat ihn auch nach 1945 weiter beschäftigt. Er zählt zu den wenigen deutschen Akademikern, die von den Alliierten ein Lehrverbot bekommen haben nach 1945, aber auch wenn er nicht mehr an deutschen Universitäten lehren konnte, ist er dennoch nicht ohne Einfluss geblieben. Er formuliert im Begriff des Politischen eine Unterscheidung von Freund und Feind und die Aufgabe des Staates eben als Schutz der Gemeinschaft vor Feinden. Für den Nationalsozialismus formulierte das als sogenanntes konkretes Ordnungsdenken aus, also als eine Ordnung, die auf Führerprinzipien basiert, auf den Prinzipien von Treue, Gefolg, Disziplin und Ehre und die eben für Gemeinschaften gilt und alle, die zu diesen Gemeinschaften nicht zählen, gilt eben weder die Ordnung noch die Schutz des Staates. Und Fraenkel hat sich eben mit diesen Schmidtschen Überlegungen beschäftigt, mit diesen Freund- und Feind-Überlegungen, die dazu dann den Nationalsozialismus geführt haben, dass eben der Staat nur die Volksgemeinschaft eben sozusagen mit Recht und Vertrag und Gesetz ordnet und alle, die eben nicht zu dieser Gemeinschaft zählen, eben nicht nach rechtlichen Prinzipien, sondern nach Gewalt und Willkür gehandelt. Das hat Fraenkel exemplarisch am Umgang mit jüdischem Eigentum, aber auch die Ignorierung von beispielsweise Mietverträgen und anderen gegenüber jüdischen Familien anhand von Prozessen beobachten können und hat daraus eben dann den Doppelstaat verfasst. Er schreibt darin, die Vorstellung, dass die Gemeinschaft alleinige Quelle des Rechts ist, entspricht der Lehre, dass es außerhalb der Gemeinschaft kein Recht geben könne. Der nationalsozialistischen Lehre gelten außerhalb der Gemeinschaft allein die Gebote der Politik. Wer außerhalb der Gemeinschaft steht, ist der wirkliche oder potenzielle Feind. Und er schreibt weiter, ein als Wert an sich hypostierte Volksgemeinschaft setzt die Existenz eines Feindes als Dauererscheinung voraus. Nach dem nationalsozialistischen Katechismus ist es relativ unerheblich, wer dieser Feind ist. Ist es doch sogar nicht ausschlaggebend, ob dieser Feind in der Realität vorhanden ist oder ein Produkt der propagandistisch aufgeputschten Massenhysterie. Maßgeblich ist allein, ob der Feindkomplex ausreichend lebendig erhalten wird, um den Gedanken an die Errichtung eines an rationalen Wertevorstellungen ausgerichteten Gesellschaftsordnung gar nicht aufkommen zu lassen. Im nationalsozialistischen Wertekodex ersetzt der ständige Feind die fehlende rationale Zielsetzung. Wenn daher kein realer Feind existiert, muss einer erfunden werden. Ohne Feinde keine Gefahr, ohne Gefahr kein Gemeinschaftsbewusstsein und ohne Gemeinschaftsbewusstsein keine Volksgemeinschaft. Gäbe es keine Volksgemeinschaft, könnte man Gemeinschaften, die sich auf religiöse, soziale oder politische Werte gründen, nicht unterdrücken. Ja, also Fraenkel als einer der Pioniere in der Analyse nationalsozialistischer Herrschaft, einer, der eben nicht aus dem Exil seine Interpretation verfasst, sondern aufgrund profunder Kenntnis nationalsozialistischer Prozesse, Gesetze und vor allem Maßnahmen. Diese Veröffentlichung hat ihm eben
in den USA nicht nur akademisches Renommee verschafft, sondern eben auch ein Engagement des Geheimdienstes, der seine Expertise eben nutzen wollte im Kampf gegen den Nationalsozialismus. Ein weiterer Autor, der in dem Kontext zu nennen ist, ist Franz Neumann, der eine sehr ähnliche Biografie hat wie Ernst Fraenkel. Er war auch jüdischer Herkunft, Mitglied der Sozialdemokratie und Gewerkschaftsanwalt, hat sich mit Fraenkel bis 1933 eine Kanzlei auch geteilt. Neumann hatte keine militärischen Auszeichnungen und hat daraufhin sehr vorausschauend bereits 1933 Deutschland verlassen, ist erst ins nach Großbritannien, dann nach in die USA ins Exil gegangen und hat dort im Auftrag des exilierten Frankfurter Instituts für Sozialforschung sein Werk Behemoth verfasst. Er geht noch einen Schritt weiter wie Fraenkel und sagt, der Nationalsozialismus in diesem Dualismus Normenstaat und Maßnahmenstaat zu unterscheiden, ist zu wohlwollend. Der Nationalsozialismus lässt sich eher als Unstaat charakterisieren, in der verschiedene Banden oder Rackets in einem permanenten Prozess von Konflikt und Kompromiss miteinander um die Herrschaft ringen. Auch der Behemoth von Neumann ist bereits Anfang der 40er veröffentlicht worden, auch erst in den USA rasch breit diskutiert worden, und auch Neumann hat ein Engagement des Geheimdienst bekommen. Er hat das genutzt, auch weitere Kollegen des Instituts für Sozialforschung mit Jobs zu verschaffen, unter anderem Herbert Marcuse, von dem nachgelassen auch die sogenannten Feindanalysen vorliegen, also seine Beiträge zu den Geheimdienstanalysen. Fraenkel und Neumann haben, würde ich sagen, bis dato die detailliertesten Analysen nationalsozialistischer Herrschaft, Staats- und Rechtsverständnisse formuliert. Sie zählen zu den Pionieren einer kritischen Auseinandersetzung mit Schmidt, und bei ihnen finden sich auch die ersten Beginne, sich mit den Aspekten Volksgemeinschaft und Antisemitismus auseinanderzusetzen, was in den bis dato populären sozialdemokratischen und kommunistischen Analysen des Faschismus und speziell des Nationalsozialismus kaum eine Rolle spielt. Das soll jetzt auch mein letztes Beispiel gewesen sein, was historisch für Fraenkel und Neumann gegolten hat, dass ihre Analysen eben belegen, dass es kein linkes Monopol auf die Kritik des bürgerlichen Staates gibt. Das gilt auch heute noch, wenn wir mit Anjoli sagen, Aufgabe einer Linken, Aufgabe eines emanzipatorischen Projekts wäre die Negation von Zwangsverhältnissen, ist die Kritik des Staates auch heute noch ein Thema für die Linke. Besonders da keine Bewegungen absehbar scheinen, die emanzipatorische Veränderungen in jüngster Zukunft mit sich bringen könnten. Von daher würde ich eben abschließend davor warnen, Theorie allein als Anleitung für Praxis zu lesen. Das, denke ich, wird eher Enttäuschungen produzieren, aber die Auseinandersetzung mit Theorie und Staatstheorie kann, denke ich, durchaus dazu beitragen, besseres Verständnis der herrschenden Verhältnisse zu erlangen und vielleicht auch ein wenig zu ihrer Subversion. Es gibt von Brecht eine Art Kalkulation, die er mal aufgestellt hat, was die Kosten des Marxismus beziffert. Damit möchte ich ihn gern enden. Er schreibt in den Flüchtlingsgesprächen Folgendes: Eine halbwegs komplette Kenntnis des Marxismus kostet heute, wie mir ein Kollege versichert hat, 20.000 bis 25.000 Goldmark. Und das ist dann ohne die Schikanen. Darunter kriegen Sie nichts Richtiges. Höchstens so einen minderwertigen Marxismus ohne Hegel
oder einen, wo der Ricardo fehlt und so weiter. Mein Kollege rechnet übrigens nur die Kosten für die Bücher, die Hochschulgebühren und die Arbeitsstunden und nicht, was ihnen entgeht durch Schwierigkeiten ihrer Karriere oder gelegentliche Inaktivierung. Und er lässt weg, dass die Leistungen in bürgerlichen Berufen bedenklich sinken nach einer gründlichen Masterlektüre. In bestimmten Fächern, in Geschichte oder Philosophie, werden sie nie wieder wirklich gut sein, wenn sie den Master durchgegangen sind. Ja, ich habe jetzt keine neueren Kalkulationen gefunden. Ich habe auch selber keine Umrechnungen von Goldmark in Euro angestellt. Aber ich denke, wenn ihr die Schikanen weglasst und erstmal nur Marx, paar Schikanes an Julio und vielleicht ein paar weitere, die ich heute kurz vorgestellt habe, lesen möchte, sollte es deutlich günstiger sein. Wenn dieser kleine Überblicksvortrag Interesse geweckt hat und ja, zur weiteren Lektüre angeregt hat, ja, freue ich mich. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und Geduld und bin gespannt auf Kommentare, Kritiken und Fragen.